Es sagt sich leicht, wir sind alle miteinander verbunden. Alles ist miteinander verknüpft. Das sind so Sonntagsreden oder bei der Cocktailparty, weil das jetzt en vogue ist. Aber wenn Sie es ernst nehmen, werden Sie Überraschungen und Wunder erleben. Nicht nur beim Parkplatz finden, sondern auch sonst in Ihrem Leben. Es ist mir gerade widerfahren und ich bin froh, den Menschen hier im Studio zu haben, jetzt, der mir in einer Notsituation vor kurzem einfach zugespielt wurde. Nämlich als ich unglaubliche Hüftschmerzen auf einmal bekam. Und schon war der Klaus Espenschied zur Stelle und hat seine Hilfe angeboten. Aus dem Blauen heraus. Seien Sie mit mir gespannt. Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV zum Thema Körper, Geist, Seele, Gedächtnis. Klaus, das war wirklich für mich einmal mehr. Ich habe genügend Beweise, dass wir verbunden sind und diese Verbundenheit zu spüren. Aber es war tatsächlich so, wie ich es eben gesagt habe, ich konnte zwischendurch nachts nicht schlafen vor Schmerzen. Mhm. Und auf einmal hast du mich angeschrieben. Ich wusste gar nicht, will der jetzt als Klient oder wie auch immer, nur ganz, ganz kurz. Und siehe da, du warst zur Stelle, um mir da rauszuhelfen. Und alles nur am Telefon. Um das Geheimnis zu finden, du bist kein Heilpraktiker, du bist kein Arzt, nein, du bist kein approbierter Heiler, nein, sondern ein Loslasshelfer. So sieht's aus, ja. kommt man ja nicht alle Tage dazu. Auch du hast ja eine kleine Geschichte. Ja, die habe ich wohl, ja. Ja, und bitte, einfach mal in groben Zügen, was hat sich dich zu dem gemacht, dass du diese Fähigkeit heute, so wie sie du mir damit geholfen hast, entwickeln konntest? Das hat ja eine lange Vorgeschichte. Also grundsätzlich ist es so, dass ich zu Hause in meinem Elternhaus gelernt habe, das, was man nicht anfassen kann, dass das nicht gibt. Ja. Also es gibt weder Gott noch Engel noch sonst irgendwas. Und so habe ich nie irgendwo von meinen frühen Fähigkeiten etwas gemerkt gehabt. Mhm. Bin aber ausgelacht worden. Meine Schwester hatte mal den Arm gebrochen und habe ich sie bedient und habe ihr was zu trinken, was zu essen gemacht. Ja. Da haben die gesagt, fängt er jetzt an zu spinnen, was bedient er die? Die kann doch noch mit dem einen Arm und so weiter. Solche Dinge habe ich erlebt halt. Und ja, eben alles abgeschaltet, was auf der anderen Seite möglich ist. Und dann hatte ich ja mit 24 ein Nahtoderlebnis. Und, wie kam es dazu? Das hat angefangen, du bist in der Situation drin, du weißt überhaupt nicht, was passiert. Ich hatte damals, habe ich Autos restauriert, mhm, und war am Schweißen. Dann habe ich auf einmal nach dem Frühstück, habe schon ein Stück gearbeitet, dann habe ich auf einmal Herzschmerzen gekriegt. Und habe ich gedacht, oje, was ist jetzt los? Dann bin ich in die Wohnung gegangen und ist der Schmerz immer größer geworden. Und dann war der ganze Körper betroffen. Dann habe ich irgendwann, also mit 24 ist man ja so, klar, habe ich mich dann auf die aufs Sofa gelegt. Und ja, dann, das ist, wie gesagt, das ist ein überraschendes Ding gewesen. Dann ja, ist, man muss sich so vorstellen, da ist in Sekundenbruchteil das ganze Leben ab der Geburt von mir abgelaufen, so sind wie am Faden gezogen. Und dann war ich weg. Dann war ich im Licht, durch so einen Kanal, muss man sich vorstellen, oder ja, ist dann auf einmal im Licht. Und ich habe dann mein Körperli gesehen und eben auch das, was so drum und dran geschehen ist. Weil zu diesem Zeitpunkt war meine Ex-Partnerin noch, mhm, in der Wohnung gewesen. Ich hatte ihr gesagt, sie sollte ausziehen. Ja. Ich habe sie gerufen gehabt wegen der Schmerzgeschichte und sie kam aber nicht. Ich wusste aber, sie war da. Ich habe das überhaupt nicht verstanden, was da passiert. Ja. Und wie ich dann draußen war aus meinem Körper, habe ich gesehen, ich stand in der Küche so. Mhm.
und hat sich nicht gerührt. Ja. So. Das Gefühl, im Licht zu sein, da ist man ganz in der Liebe und es, da gibt es nichts Böses. Man hat dann kein Groll, kein Wut und nichts mehr. Das ist alles weg, ja. Das ist alles in Frieden. Und, aber das war nicht mein Zeitpunkt. Also irgendjemand hat dann zack und war schon wieder in meinem Körper gewesen und habe die Schmerzen wieder gehabt. Nicht ganz so schlimm wie am Anfang oder zuvor, bevor ich da im Licht war. Und dann hat sich das Ganze beruhigt. Das hat wohl 1, 2, 3 Stunden gedauert, keine Ahnung. Und jedenfalls habe ich dann irgendwann, wie ich wieder konnte, wieder aufstehen konnte, habe ich mir einen Kaffee gekocht und habe den Kaffee getrunken und bin dann wieder an meine Arbeit gegangen. Das klingt ja eigentlich nach einem Herzinfarkt, ne? Man könnte denken, ja. Es wäre ein Herzinfarkt. Ich hatte dann das später auch Freunden erzählt. Dann haben die gesagt, du hast einen Herzinfarkt gehabt. Ja. Und dann bin ich auch mal zum Doktor gegangen und untersuchen lassen, war nichts. Nichts festzustellen? Nein, nichts, gar nichts. Also diese Schmerzen in der Brust und alles deutet natürlich darauf hin. Aber letztendlich ist es Hose wie Jacke. Ja. Du hast dich außerhalb deines Körpers erlebt. Du hast deinen Körper von außen gesehen. Was natürlich gar nicht geht, wenn, wie viele Hirnforscher immer noch glauben, wenn das Bewusstsein sozusagen unter der Schädeldecke beheimatet ist. Also sprich, beschränkt ist auf die Schädeldecke. Du hast mir so im Vorfeld so angedeutet, das hat eine ganz schön lange Zeit gedauert, dass das überhaupt bei dir angekommen ist, was du da erlebt hast, oder? Ja, ich habe das gar nicht weiter beachtet. Wenn du da gleich weitergearbeitet hast. Hab 2, 3 Stunden später habe ich, wie gesagt, nach dem Ganzen habe ich weitergearbeitet. Und was bemerkenswert ist, das muss man auch mal erwähnen, die Situation im Licht, du bist, verlierst deine Persönlichkeit nicht, du bist vollkommen der Klaus, niemand anders. Das war so eine Erfahrung, aber das habe ich auch erst im Nachhinein, weil man sowas vergisst man ja nicht. Okay. Im Nachhinein habe ich mir das so nochmal herausgefunden, dass es einfach so ist. Ich war nichts anderes wie der Klaus, sonst nichts. Kannst du das noch ein bisschen, weil habe ich hier schon öfter vor der Kamera gesagt, dass mein Ziel ist, sozusagen mein Lebensziel ist, so pur wie möglich Götz zu werden. Ja, ja. Auch wenn das manche Zuschauer gar nicht wollen, dass ich noch purer werde. Okay. was du damit als empfunden hast, wenn du sagst, ich war ganz Klaus. Ja, halt befreit von allen Lebenslasten, die ich bis dorthin schon erlebt hatte. Das ist das ja. Ganz in der Liebe drin. Kein Groll, keine Wut, nichts. Neutral und in der Liebe drin und wohlbehütet habe ich mich gefühlt. Mhm. So ist es. Und da gab es keine Vorwürfe über nichts, gar nichts. Die geklauten Sachen bei der Mutter oder wie auch immer. Alles ganz neutral. Das heißt, du hast Autos restauriert, Oldtimer Oldtimer. Hast also deine Kreativität da ausgelebt. Du hattest mir, glaube ich, erzählt, deine Eltern wollten unbedingt, dass du Koch wirst. Ja, ja, das hab ich ja auch gemacht. Und, aber das war nicht meins. Das war unter Zwang ist das passiert. Ja. Weil das war, gab einen Befehl, du lernst Koch. Und zu meinem Zwillingsbruder, du lernst Kellner. Mhm. Und dann mussten wir das beide machen, ja. Ach nee. Ja, ja. Ach, du hast noch einen Zwillingsbruder. Ich habe einen Zwillingsbruder, ja. Okay, das wusste ich nicht. Kellner und Koch, aha, dann könnt ihr gleich auch beim gleichen lernen vielleicht. Ja, ja. Also das Ganze war ausgeufert. Wir sind umgezogen von unserem Geburtstag nach Ingelheim. Da hatten die Alterskameraden schon alle ihr Praktikum gehabt, dieses, was man von der Schule her macht. Ja, ja. Dann haben meine Eltern mir eine Stelle gesucht, wo ich Praktikum machen kann. Aber das ausgeartet, ich war dann jeden Samstag und Sonntag dort, monatelang. Und habe dort Samstag und Sonntags in der Küche gestanden, habe denen von wegen Praktikum. Das war ausnutzen, was da gelaufen ist. Ja. Also das sind alles solche... Und dann hast du irgendwann gestreikt, dein Körper hat gestreikt, obwohl die Ärzte dich zum Simulanten erklärt haben. Ja, ich hatte die Hüftgelenke haben blockiert, so dass ich nicht mehr laufen konnte. Ich hatte 2 Krücken gehabt, das war ganz schlimm, mit Schmerzen. Da kannst du nicht in der Küche. Nee, aber und bin bei 2 oder 3 Orthopäden gewesen und die haben geröntgt und gemacht, da ist nichts zu sehen, sie simulieren, sie wollen nur nicht. Das war okay, hab ich ja im Arbeitsamt auch oft erlebt, dass Leute Dachdecker werden sollten, dann sind sie vom Dach gestürzt, konnten das nicht mal machen. Oder Mehlstauallergie beim Bäcker, ne, wenn sie die Bäckerei übernehmen sollten, weil das nicht ihr war. Mhm. Ja.
Wie bist du aber dann, du hast gesagt, da waren Fähigkeiten als Kind, die du gar nicht als dieses irgendwie wahrgenommen hast. Kannst du das mal beschreiben? Ja Gott, es ist ja so, dass ich mich als Kind halt auch in der Liebe bewegt habe, aber das durfte ich ja nicht, einfach weil die Verbote da waren. Also ich habe auf dem Weg dahin ganz viele Lebenskatastrophen erlebt, unter anderem die frühe Hochzeit. Das war in Ordnung, waren alle dagegen gewesen, also meine Familie, ihre Familie, geheiratet haben wir trotzdem. Und der Schwiegervater hat dann gesagt, ich habe ihm den Betriebsnachfolger genommen. Und das wäre seine Tochter gewesen? Oder? Ja, genau. Ah, okay. Aber er hat ja noch zwei jüngere Söhne gehabt. So, und er hatte aber so von heute betrachtet eine unglückliche Ehe gehabt, in dem es keine Zärtlichkeit, keine Zuneigung, nichts gegeben hat, sondern nur Landwirtschaft, Bauernhof, Arbeit, Arbeit, Arbeit und sonst nichts. Ja. So, und dann hat er irgendwann angefangen danach, nach der Hochzeit, er will sich umbringen. Haben wir 4-5 Mal gefunden und irgendwann hat es dann geklappt. Und das Schlimme aus der Geschichte war, dass er das überall erzählt hat im Dorf. Der war im Musikverein, der war im Sportverein, Kegelverein, was weiß ich, was er sonst, Feuerwehr auch, was er sonst noch gemacht hat. Und überall hat er erzählt, der hat mir den Betriebsnachfolger genommen. Und wie er es geschafft hatte, dass er sich umgebracht hat, haben alle Leute mit dem Finger auf mich gezeigt. Also das war zum Beispiel eins so von den Oberkatastrophen. Okay. Ja, und so ging es halt weiter mit alle möglichen unangenehmen Erlebnisse. Und ja. Und diese Erinnerung an die Kindheit, also an die Fähigkeit, da war gar nichts. Nein, das war halt von Verboten irgendwo alles ausgestoppt. Und dann ist es so, wenn man so viel in der Kindheit erlebt, dass man anstatt die anderen gehen ins Schwimmbad, wir müssen in den Weinberg gehen und dort Arbeiten verrichten und solche Geschichten. Ja. Du denkst, du bist, das war einen auch so, du bist im Film drin irgendwo, du registrierst das ja gar nicht richtig, was da los ist, was da für Begrenzungen, was für eine Machtgehabe dahinter steckt. Ja. So, also das ist schon extrem, was das alles passiert ist. Und ja, ich könnte natürlich ganz viel aus der Kindheit erzählen, aber das ist eine Katastrophe nach der anderen. Okay, also per aspera ad astra, durch die Widrigkeiten zu den Sternen. So ungefähr, ja. Ja, steht sogar auf irgendeiner Biermarke okay. drauf. Und die Lotusblume, ja, hat ihre Wurzeln im Modder, im Schlamm. Würdest du die These vertreten, dass diese Katastrophen oder so für dich, ja, Prüfung, das hört sich so, als wenn da so ein Prüfer sitzt. Nee, aber dich dahin gebracht haben? Weil du hättest also ja jetzt auch durch die Katastrophen, hättest du auch das Saufen anfangen können. Abstürzen, ja, das wäre durchaus möglich gewesen. Ja. Also es ist in jedem Fall mal so, wenn ich durch das, was ich alles selbst erlebt habe, bin ich bei meiner Arbeit, die ich mache, sehr stabil. Mich kann nichts aus der Ruhe bringen, weil ich selbst so viele Katastrophen erlebt habe. Ja. Also das Schlimmste, was jeweils irgendjemand passiert ist, bringt mich trotzdem nicht aus der Ruhe, ja, weil ich alles ja hinter mir habe an Erlebnissen. Also eine Basis. Ja, so dass ich bin dann einfach stabiles, egal was auch immer ist. Wenn du, wir haben ja dieses Gespräch, finde ich, vorher nicht abgesprochen. Wenn du so viele Katastrophen erlebt hast in deinem Leben, ja, und wir das Oberthema das Körper-Geist-Seele-Gedächtnis genannt haben, hast du sozusagen das an dir selbst auch erfahren und erlebt und sozusagen entdeckt? Ja, klar. Es ist ja, wenn man jetzt mal vom Ursprung dann ausgeht, von Beginn meiner Arbeit musste ich natürlich, oder habe ich dann alle Erlebnisse sind so mit der Zeit aufgetaucht, jetzt über die letzten 10-12 Jahre. Also ist alles aufgetaucht, was erlebt worden ist. Nicht nur die großen Katastrophen, sondern die kleinen auch. Das heißt, es hat sich immer wieder gezeigt, und dass irgendwas los ist. Und ich habe immer mir helfen lassen von anderen Menschen, die vielleicht weiter sind wie ich oder so,
und habe gesagt, okay, guck mal, das klemmt irgendwo an meinem Körper, es tut irgendwas weh oder weiß gerade nicht, was ist, schau mal. Und habe dann so jetzt, denke ich mal, eine hohe Prozentzahl von meinen Erlebnissen aufgelöst. Die Arbeit, was ich mit anderen mache, habe ich für mich selbst natürlich auch gemacht. Aber immer, wie gesagt, mit Hilfe und nicht mich auf ein Podest gestellt, ich kann alles alleine. Ja, also du hast das, was wir jetzt so fernmündlich gemacht haben, das... Dies hast du nicht mit dir alleine gemacht. Ich sag 70% habe ich alleine gemacht, aber okay. ich habe mir immer wieder Hilfe geholt, einfach, dass ich nichts vergesse, nichts verpasse, weil man neigt ja unter anderem oder könnte zum, durch das Ego dazu neigen, ich bin jetzt frei, ich habe alles aufgelöst, alles in Ordnung. Mhm. Da braucht man dann immer jemand mal, der da auch mal hinguckt. Der da sagt, so, da stimmt doch irgendwas nicht. Und du hast dann im Prinzip mal so einen Vortrag über die CES-Methode. Also nicht mit den 6B oder 5 oder 6B CES, sondern Klaus Espenschied-Methode. Beschreib die doch mal. Ja, das, es geht natürlich grundsätzlich ums Loslassen. Ja. Und ich kann natürlich für meine Klienten nur eine Starthilfe sein. Das soll heißen, dass man natürlich auch selbst immer mal gucken muss, was gerade so los ist und das eben auch bearbeiten. So. Jetzt ist aber so, da ja die Erlebnisse nach meinem Kenntnisstand dreifach in unserem System gespeichert sind, also Körper, Geist und Seele, Bewusstsein, Unterbewusstsein natürlich auch. Und was ich machen kann, weil der Verstand neigt ja dazu, die wirklich schlimmen Erlebnisse ganz nach hinten zu stecken, dass man nicht drankommt oder weil man nicht hingucken will, weil es so schlimm war. So, dass das ist sogar das, beim Unterbewusstsein möglich, ja. Wenn es zu schlimm ist, wird es umschifft. Ja, ganz genau. Und das hat sich halt so entwickelt, dass ich einfach nachgucken kann, anhand von den Daten, was passiert ist oder wann etwas passiert ist. Nicht was passiert ist, sondern wann etwas passiert ist. Das heißt, dass ich einfach kriege, okay, es war, sagen wir, mit 5 oder mit 10 oder mit 15 gab es irgendein schlimmes Erlebnis. Ja. Und im Regelfall ist es so, dass der Mensch sich dann auch erinnert, was da war. Ob das das geklaute Fahrrad war oder der Unfall mit der Verletzung war oder eine schlimmere Sache gibt es ja natürlich auch. Das wissen die Leute dann immer sofort. Die sagen zwar vorher, das weiß ich jetzt schon zu lange her, aber in der Sitzung drin, da kriegen sie es doch. Das klingt raus. So ein bisschen ähnlich wie die Kinesiologie. Ne? Also der Körper lügt nicht, beziehungsweise also, dass die jetzt auch mental abfragen, war irgendetwas im Alter von 1, 2, 3, 4 oder so. Ja, aber das ist, da ist meine Methode ist schneller, weil ich also. Eigentlich brauche ich 5 Minuten für ein ganzes Leben aufzuschreiben. Boah, okay. Wo die schlimmen Sachen passiert sind. Ja. Und das geschieht, also wir haben das so gemacht, dass ich sozusagen meinen Finger auf einen Schmerzpunkt gelegt habe oder gedrückt habe. Ja, das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist ja jetzt auch, das habe ich bei dir natürlich auch gemacht, dass ich nachgucke, wie viel Angst, wie viel Wut, wie viel Traurigkeit hast du im Gepäck? Angst, Wut, Traurigkeit, das sind die drei großen Speicher, so nennst du sie. Ja, ne? Das sind die Hauptspeicher, ja. Angst, Wut, Traurigkeit. Ja. So, und dann ist es so, dann gucke ich danach, okay, wo waren die schlimmen Erlebnisse? Das kriege ich dann anhand von den Jahreszahlen. Und ich habe ja immer das mit dir dann auch eben erst Angst, Wut, Traurigkeit bearbeitet. Und dann haben wir nach den anderen Themen geguckt und nach den Daten. So, natürlich war es ja jetzt bei dir nochmal ein bisschen anders gewesen, weil du ja geoutcht hast in dem Telefongespräch, hast du ja richtig Schmerzen gehabt. Ja. Da ist dann das Prozedere, die Vorgehensweise ein bisschen anders gewesen. Dann beschreib doch einfach mal diesen ersten Schritt. Du nimmst Kontakt mental. Wie nimmst du Kontakt auf? Mental, genau. Körper, Geist und Seele gehören zusammen. Ja. Der Verstand ist Verdrängungsmeister. Aber die Geist und Seele von einem Menschen, die wollen ja befreit werden von dem, was erlebt worden ist. Und dahin habe ich dann Kontakt mit meinem Gegenüber. Und da kriege ich die Daten her, wann was erlebt worden ist. Und Aber dann auch im Dialog, ne?
Genau. Ja, aber zunächst einmal über die andere Ebene. Mhm. Da kriege ich die Daten her und das ist das, wo ich eben so schnell bin, einfach zu erkennen, dass zack, 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 das muss gemacht werden. Und ganz kurz, Validierung, also das heißt, dass etwas wahr als wahr sich herausstellt, bekommst du durch dein Gegenüber, also durch den Klienten, der dann sagt, oh ja, da war das und das. Ja, und ja, das genau. Und das. Mhm. Mhm. Ja, genau. Okay. Und das kommt ja dann immer, das passt ja immer, also die Daten, wenn ich da sowas kriege. Mhm. Mhm. Was bei ja. Vorgeburtlich natürlich schwer ist. Ja, da ist es so, wenn vorgeburtlich, da ist es so, das kriege ich auch. Und zwar kriege ich natürlich nicht die Themen. Die Mutter ist von dem Klienten wahrscheinlich auch nicht da. Mhm. Aber ich kriege zum Beispiel gesagt, es gab 5 Erlebnisse, die gespeichert sind vor, also als Fötuserlebnis. Oder es sind 7 oder es sind 2, je nachdem. Und dann macht man einfach eine Auflösung. Und es geht ja nun mal ums Loslassen. Da schreibt man dann auf meine Erlebnisse als Fötus. Und da kommt jetzt wieder dieser Kontakt, den ich habe zu meinem Gegenüber. Dann kriege ich gesagt, okay, wir müssen aufschreiben Ängste, große Ängste, Todesängste oder Anspannungen und so weiter. Genau diese Worte, was man dann aufschreibt, das kommt von meinem Gegenüber. Das ist nicht meins. Und das ist in jeder Sitzung auch anders. Wie kannst du so sicher sein? Einfach jetzt, ich frage mal für dich Zuschauer. Wie kannst du jeweils so sicher sein, dass, weil im Bereich Geistheilung oder Channeling oder Akasha-Chronik oder so, ist ja immer genau der Punkt, ja, also was ist meins? Also was sozusagen erzeugt mein Verstand, mein Bewusstsein, mein Tagesbewusstsein. Und was ist jetzt tatsächlich eine Quelle außerhalb von mir? Also das ist dir jetzt schwierig zu beantworten. Wenn du mal nebendran sitzen würdest, ich setze 5 Leute dahin und schreibe für 5 Leute die Daten auf, wann etwas passiert ist. Ja. Und da kommen 5 verschiedene Ergebnisse dabei raus. Mhm. Und das ist nicht meins. Das kommt immer von meinem Gegenüber und es passt immer. Musst du dafür sozusagen eine bestimmte Frequenz einstellen? Ich frage jetzt mal ganz banal. Nein. Wie geschieht sowas? Also ist, wenn wir jetzt bei der Frequenz sind, ist eine interessante Frage, weil anhand von der Frequenz sehe ich auch, wo jemand steht. Das kann ich einfach abfragen. Kann man natürlich nicht mit irgendwas anderem vergleichen, weil es sind meine Daten, um zu erkennen, wo jemand steht. Also so. Nicht Bovis-Einheiten oder sowas. Nein. Und auch die Größe von der Aura kann ich sofort erkennen, okay, der Mensch hat Energie oder hat Power oder ist gerade irgendwo ganz unten, das sehe ich sofort. Okay. So, und dann ist es ja, also diese Daten brauche ich, Frequenz, Aura, so, das kontrolliere ich, bringe ich in Ordnung, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, mache ich sofort. Da gibt es keine Diskussion oder noch eine Sitzung machen, dass wir irgendwas in Ordnung bringen können. Und ich mache das dann gleich. In Ordnung heißt, dann muss ich ja eine Vorstellung von Ordnung haben. Ja. Wie entwickelt sich die Vorstellung von Ordnung? Hat sich das entwickelt? Das ist einfach die Erfahrung, was ich so gesammelt habe. Ja. Dass, sagen mal, bestimmte Frequenzen sagen mir, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 10.000, da ist jemand nicht belastet, da ist alles in Ordnung. Mhm. Dann habe ich jemand da sitzen, der hat nur eine Frequenz von 5.000 oder sowas, da sehe ich, okay, der ist belastet oder schwer belastet. Und wenn die Frequenz noch weiter unten ist, dann sind auch Krankheiten vorhanden. Das kann man, daran kann ich das erkennen, was so los ist. Okay. Ich kann es eben nur sagen, aufgrund von meiner Erfahrung. Mhm. Ich mache ja diese... Und das sind keine sozusagen international anerkannte Messgrößen? Nein. Oder eben, wie gesagt, Bovis-Einheiten oder Lebensenergie. Es gibt ja verschiedene Messmethoden, sondern das ist deine eigene Skala, oder was? Ist meine eigene Skala, kann man so sagen, ja. Mhm. Aber es ist eben sofort erkennbar, was da dahinter steckt dann. Ja. Das heißt, wenn der bei 500 läge, dann würden bei dir die Alarmglocken läuten. Ja, ja. Da ist jetzt wirklich Hilfe nötig. Bedarf es da sozusagen einer Mittlung eines Man in the Middle? Also sprich, wie kannst du dir das vorstellen, dass von mir zu dir die Verbindung da ist? Einfach durch das Telefonat oder? Ja, es ist ja so, die Frage ist ja immer, möchtest du gerne haben, dass ich mal nachschaue oder dir helfe? Das ist also die Frage. Nur dann auf Anfrage. Die nächste Frage ist ja, ich brauche deinen Vornamen und ich brauche dein Alter. Und wenn ich diese 3 Sachen habe,
dann hören wir ja hier auf im Gespräch. Dann gehe ich eben auf die andere Ebene, ja, eben zur Geist und Seele von meinem Klienten. Und dort kriege ich dann die Daten her. Da kriege ich die Frequenz her, da kriege ich die Größe von der Aura her, da kriege ich her, wie viel Angst, wie viel Wut, wie viel Traurigkeit gibt es. Mhm. Und dann andere Parameter noch, gab es ein Machtvertrauen zu der Willensverlust. Das über Macht, Vertrauen und Willensverlust. Ja, genau. Wobei Macht und Willen wahrscheinlich... Nein, es sind zwei verschiedene Dinge. Kannst du das den Unterschied... Also, ja, also die anderen Sachen haben wir denke ich, alle irgendwie können uns was darunter vorstellen. Aber was ist Macht, also Machtverlust, ja, Vertrauensverlust und Willensverlust? Ja, genau. Das ist Kindheit, ja? Ja, also wenn, nach meinem Wissen ist es so, dass wenn wir geboren werden, sind wir mit Macht, Vertrauen und Wille ausgestattet. Das heißt, wir kommen an, sind komplett und in der Liebe drin. So. Mit dem Machtverlust lässt sich es immer am besten und am einfachsten erklären. Götz, ich frage dich, ich will mir einen Mercedes oder Opel kaufen. Und da sagst du, gibt's nicht, du kaufst dir einen Porsche. So. Es ist, und verschuldest dich lebenslang. Ja, auf meinen Geheiß. Passiert dir was anderes. Und zwar, ja, ich habe dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kaufe mir den Porsche. Und wenn der vor der Tür steht, dann kann ich sagen, okay, du hast mir die Macht abgenommen, hast entschieden, den Porsche zu kaufen. Der steht jetzt da, aber ich hole mir jetzt meine Macht von dir wieder zurück, damit ich wieder komplett bin. So. Es gibt aber Situationen im Leben, da verlieren wir die Macht, das Vertrauen oder den Wille und merken das gar nicht. Aber genau das ist das Allerwichtigste, was ich in meinen Sitzungen mache. Gucke, gab es so etwas, ein Machtvertrauens- oder Willensverlust. Und da kriege ich eben auch immer dann das Daten dazu, wann was passiert ist, nicht was passiert ist, aber das Jahr, wo das passiert ist. Aber immer die drei, in diese Troika oder was? Ja, erstmal grob. Ja, genau. Mhm. So, und man muss sich so vorstellen, mit Machtverlust, wir haben zwar keine Schilder in der Hand, aber sinnbildlich, ich habe mein Schild in der Hand, da steht drauf, ich habe keine Macht. Und drunter steht, ihr könnt alle mit mir machen, was ihr wollt. Ich habe kein Vertrauen, zu mir nicht, zu euch nicht, zu niemand. Macht mit mir, was ihr wollt, dann nochmal. Und Willensverlust, das ist dann das Schlimmste, was passieren kann. Ja. Wenn man den Willen noch verloren hat irgendwo, und das gibt es aber auch. Und man muss sich so vorstellen, mit Macht- und Vertrauensverlust, dass man praktisch durch die Gegend läuft mit so zwei Schildern. Mhm. Und ich sage es immer, aus 1000 Kilometern Entfernung sehen die Leute, ist einer, hat keine Macht und kein Vertrauen. Da passiert das, mit denen können wir machen, was wir wollen. Ja. So. Und das sind dann Menschen, die auch gemobbt werden können, die beim Bäcker einen Schubser kriegen, weil sich irgendjemand vordrängelt, weil er nicht mehr komplett ist. So. Und das ist so, das bringe ich bei der Grundbehandlung oder Grundtechnik, was ich habe, bringe ich das in Ordnung. Ja. Und dann muss man aber unbedingt, genau diese Erlebnisse müssen unbedingt aufgelöst werden. Also losgelassen werden. Das muss man dann irgendwo herausfinden. Wenn man es nicht gleich herausfindet, dann vielleicht in der nächsten Sitzung oder so, dass man es dann weiß. Aber im Regelfall wissen die Leute, weil es immer ein hochdramatisches Erlebnis ist. Ich bin noch nicht zufrieden mit der Antwort. Was der Unterschied zwischen Machtverlust und Willensverlust? Weil du sagtest, dass sogar eben, wenn du den Willen verlierst, ist es noch heftiger als die Macht. Also Macht, das haben wir ja alle als Kinder erlebt. Die Großen, die waren so machtvoll. Ja, ja. Und wir waren mir machtlos. Ja. Und auf diesem Klavier, das ja, wird auch später... Aber, das ist so, das ist schön, der Gedanke so, aber das reicht so nicht aus, weil der Machtverlust, da steckt immer ein dramatisches Erlebnis hin. Das hat nichts zu tun, da sind die Eltern, da ist das Kind. Diese Geschichte ist eher normal. Mhm. Und auch in Ordnung irgendwo, aber dass ein Kind einen Machtverlust hat, da muss irgendwas Dramatisches passiert sein. Okay. Also ein Unfall, also nee, klar. Ein Gewalterlebnis oder so irgendwas, oder der Lieblingsopa gestorben zum Beispiel, also irgend sowas Dramatisches muss da dahinter stecken. Ja, oder Schläge? Das kann mal sein, so eine Geschichte, dass ein Machtverlust ausgelöst wird oder ein Vertrauensverlust, wenn die Eltern sich untereinander prügeln oder wenn gar fliegende Untertassen da sind. Ja, oder ein Stock. Ein Stock fürs, ja, Kind, das meine ich jetzt. Nein, das ist, reicht nicht. Da muss immer wirklich was richtig Schlimmes passieren. Wie? Das würdest du nicht unter Machtverlust? Nein.
Ist ja spannend. Also da, okay. Wenn, das ist schwierig jetzt. Wenn, sagen wir, ein Kind nie eine Prügelstrafe bekommen hat und auf einmal packt Vater oder Mutter einen Stock aus, dann könnte es schon sein, wenn es vorher bis dahin wohlbehütet aufgewachsen ist, ohne irgendwas, dann könnte es schon sein, dass... Das ist ein schockartiges Erlebnis. Ja, genau. Mhm. Aber im Regelfall, da muss echt was Schlimmes passieren. Und wenn man jetzt so guckt, Machtverlust, Vertrauensverlust und so weiter, das sind immer dramatische Erlebnisse. Was ist der Unterschied zwischen Macht- und Willensverlust? Den möchte ich gerne greifen. Ja, ich habe meine Macht verloren. Ich habe in der Ausstrahlung drin, dass meinem Gegenüber, wenn der mich fragt, möchtest du einen Kaffee trinken, da ich sagen kann, ja, ich will einen. Bei dir kommt aber an, ich weiß nicht, oder er weiß nicht, was er will. Mhm. Was soll ich jetzt machen? So, weil einfach da keine Kraft dahinter steckt, hinter dem Ja, was du gesagt hast. So. Und trotzdem hat er ja noch seinen Willen. Das heißt, er kann sagen, okay, ich will irgendeinen Beruf lernen, ich will ein Auto haben, ich will einen Führerschein machen. Das ist der Wille, der da ist, dahinter ist. So, und der Willensverlust, dann haben wir ja nichts mehr. Und es ist immer so, da Machtverlust, Vertrauensverlust und Willensverlust noch. Nur allein Willensverlust gibt es auch nicht. Dafür sind die anderen zwei Dinge auch weg. Und das dritte Teil von uns, das wir komplett sind, der fehlt dann halt, wenn wir einen Willensverlust haben. So ist das. Könntest du den nochmal beschreiben? Willensverlust. Willensverlust, dass ich völlig willenlos bin? Oder wie, was? Ja, wenn du noch einen Willensverlust hast, da können die Leute alle machen mit dir, was sie wollen. Vollkommen. Egal wie auch immer. Du hast keinen Glaubenssatz. Mit mir kann man machen, was man will. Den haben zum Beispiel ganz viele gehabt, also in den Gesprächen, die häufig umgezogen sind als Kind. Zum Beispiel. Das kann sein, dass ihnen über ihren Kopf hinweg halt nach 2 Jahren wieder der Vater umgezogen ist, damit die ganze Familie, damit war keine Beziehung zu den, den Mitschülern und so. Ja, das ist ja das. Da kann man die Großeltern verlieren, wenn man umzieht. Da kann man die Freunde verlieren, wenn man auf einmal weggezogen ist. Und das ist ja immer unter Zwang, weil das Kind hat ja keine Chance mit 5 Jahren zu sagen, nein, ich möchte lieber hier bleiben, sondern es wird ja gezwungen dazu, diesen Umzug mitzumachen. Ja, ja. Das ist dann... Das wäre schon Willensverlust. Das reicht ja. Das hat ja die Geschichte, glaub mir. Da ist mehr dahinter. Nur der Umzug ist das nicht, nee. Okay. Da muss etwas passieren, was absolut, also ein Gewalterlebnis zum Beispiel. Mhm. Ein richtiges Wort. Aber der Umzug ist kein Gewalterlebnis in dem Sinn. Na gut, es sind zwar Zwänge, die dahinter. Man verliert Haut 3 und Haut 4. Sag ich immer. Ja, also Haut 3 ist die Wohnung. Ja, ja. Ja, nach Haut 1, Haut 2. Ja, ja, schon. Und Haut 4 ist das soziale Umfeld. Das verliert man ja als Kind. Ja, also es sagen wir in so einer Geschichte, wenn das Kind ein bisschen älter ist und es ist wirklich vielleicht schon ein junger Freund da oder Freundin da, wenn dann so ein Zwang kommt mit 15 oder 16 zum Beispiel, Umziehung, Trennung und solche Geschichte, das ist dann eher schon mal in Richtung Willensverlust kann das gehen. Mhm. Weil das ist ja dann absolut etwas, was das Kind nicht will. Es möchte ja lieber dann mit ihrem Freund zusammen sein oder so. Ja. Also das sind so eher hochdramatische Erlebnisse, die dahinter stecken. Also bei den anderen zwei Sachen auch. Macht einen Vertrauensverlust. Okay, das heißt, du nimmst das wahr, da ist sozusagen, fragst du ab, quasi mental, wie auch immer, gab es Erfahrungen von Macht, Vertrauen und Willensverlust. Was geschieht dann? Wie funktioniert das Loslassen? Gut, wenn ich die Daten alle habe, dann kann ich einen Teil, was im physischen Körper drin ist, alleine klären, ohne die Hilfe von meinem Klienten. Das heißt, das Glas mit der Angst ausleeren. Mhm. So, ich rede ja von Speichern. Und das mit der Wut und mit der Traurigkeit, das kann ich ausleeren. Und auch die Speicherungen, die im Körper vorhanden sind. So, das ist schon eine ganz gute Sache, aber davon ist es nicht erledigt, weil wir eben diese Erlebnisse ja im Bewusstsein, im Unterbewusstsein drin haben. So, und dann muss man halt mit mir arbeiten. Was wir zuerst machen, immer in der Sitzung, ist, dass wir Angst bearbeiten. Das heißt, der Klient schreibt auf Urängste, dahinter dann Ängste aus allen Bereichen, Unsicherheiten. Wenn man Ängste hat, ist man unsicher.
dann frage ich immer, gibt es etwas, wo du besonders Angst davor hast? Okay, mhm. Ich gehe nicht gerne in den Aufzug rein. Zum mhm. Beispiel schreibt mir Aufzugsprobleme auf oder Höhenprobleme oder, mhm. oder. Und dann gibt es ja den Auflösesatz, der heißt, und alles andere, was damit zu tun hat, lasse ich in Liebe los oder lasse ich in Frieden los, so könnt ihr mhm. den auch lesen. Und dann liest der Klient diese Geschichte um die Angst und ich kann es dann nicht anders erklären. Ich spiele dann Blitzableiter oder schalte meinen Staubsauger ein, sodass diese Energien, die im Bewusstsein, Unterbewusstsein als Ängste vorhanden sind, dass wir die ableiten. So ja. Über mich, ich spüre das dann ganz genau, was los ist. Kontrolliere dann aber unterwegs, reagiert dann noch mehr Angst oder kommt nochmal Wut, da kommt nochmal Traurigkeit. Das passe ich also ganz genau auf, was da passiert. Und ich kriege dann auch ganz genau mit, wenn diese Angst aus dem System draußen ist. Sag ich, okay, stopp, jetzt ist gut. Und kontrolliere dann aber, wenn, sagen wir, jemand Panikattacken hat, der reagiert dann, wenn er liest, Urängste, Ängste aus einem Bereich und so weiter, kann es natürlich sein, dass auch Traurigkeitsgefühl nochmal kommt, weil er aber sowieso genug Traurigkeit im Speicher drin hat. Ja. Und dann liest er einfach noch einmal, dass er die Traurigkeit auch rauslässt. Und zum Teil habe ich ja dann auch gleichzeitig da auf den Schmerzpunkt. Ja, aber gehalten, das ist nicht so wichtig. Nee, das ist eine ganz andere Geschichte. Es ist immer Angst, Wut und Traurigkeit. Das muss immer. Das war am Anfang. Das muss bearbeitet werden. So. Ja. Dann macht man die Geschichte mit der Wut. Das schreibt man wieder auf. Tiefsitzende Wut. Wut aus allen Bereichen und dann frage ich, okay, gab es Nebenhöhleprobleme, gibt es Rückenprobleme unten, gab es Blasenentzündungen und, weil das alles so Stellen sind, in der sich Wut festsetzt oder knirscht jemand nachts mit den Zähnen, hat eine Beißschiene zum Beispiel, da steckt Wut dahinter und Anspannung. Ich hatte das mal in der Schulter. Ja, ja, genau. Und, also nicht jetzt, aber. Ja, schon klar. Mhm. Und das schreibt man eben alles auf, also tiefste Wut aus allen Bereichen, mein Zähneknirschen, meine Nebenhöhleprobleme und dann das Wort Traurigkeit wieder dazu. Und dann gibt es eben den Auflösesatz wieder und alles andere, was damit zu tun hat, lasse ich in Liebe los. Und dann liest das mein Klient wieder und ich schalte wieder meinen Staubsauger ein. Und dann liest er das so lange, bis ich Stopp sage, weil ich dann genau mitkriege, okay, jetzt ist diese Energie Wut aus dem System draußen. Ich habe dich ja mal gähnen gehört als Beispiel oder so. Und das Gähnen kannte ich aus anderen, also schon das mal war von jemandem, dass das keine Müdigkeit war, sondern sozusagen ein energetisches, Also ich kann dir das erklären, wenn du jetzt Wut auflösen tust, so, dann findet so ein Energiefluss statt, weil es die Energie leite ich ja raus über meinen Körper oder über mein System so. Mhm. Und wenn sich aus deinem Körper irgendwo ein ganzer Batzen Energie löst auf einmal, der kommt dann als Gainer raus. So, da kann ich auch, das kann ich nicht abfangen, kann ich auch nicht steuern, sondern es kommt dann einfach. Ja. Und ich sage jetzt immer schon, wenn ein Gainer kommt, ich bin dazu nicht müde. Ja. Und so machen wir eben eins nach dem anderen. Das klingt natürlich für Menschen, die glauben, dass das Bewusstsein und sonst was alles nur unter der Birne oder hier in der Schädeldecke ist, wie ESO-Geschwurbel. Ja. Das Wort Geschwurbel. Also, Okay, passt. Das ficht dich aber nicht an, ne? Weil du hast den Erfolg, dass die Menschen tatsächlich ihre Schmerzen verlieren, loslassen können und auch den Grund. Ja, also der Schmerz ist ja hier, das ist, ich mache lieber mal wirklich ein Plädoyer für die Schmerzen. Ja. Nicht, weil ich ein Masochist bin, sondern weil der körperliche Schmerz ist gerade bei denen, die hier oben viel unterwegs sind, bedarf es des Körpers, sich auch mal mit sich selbst zu beschäftigen und auf Dinge hinzuweisen, die noch nicht erledigt sind, die schön geredet. Ich war früher ein schöner Redner vor dem Herrn. So, und da hast du ja manches sozusagen mit, im Dialog haben wir da aufgedeckt, was dann noch an Wut und Traurigkeit vergraben war. Mhm. Ja, über die Ereignisse der letzten Jahrzehnte und dafür bin ich dir sehr dankbar. Ja, gerne. Und
ich kann wieder schlafen nachts. Das war wirklich sehr, sehr heftig. Und ne, dass du da einfach aus dem Blauen aufgetaucht bist im Internet, also mich angeschrieben hast zu einer Zeit, wo ich diese Hilfe brauchte, das ist ja des Dankes wert. Des Dankes ja, wert. Jetzt darf ich noch mal was sagen zu, zu der Energiegeschichte. Ja. Wenn man jetzt sagt, es ist vielleicht schwer zu verstehen, dass wir eben alles, was wir erlebt haben, als Energie in unser System drin haben. System, sage ich ja, Körper, Geist, Seele gehört zusammen, Bewusstsein, Unterbewusstsein gehört da dazu. Ja. Und es weiß aber doch jeder, dass wir Hirnströme messen können. Wir können mit Strom Behandlungen machen, wenn wir irgendwas haben am Knie oder sonst irgendwo. EKG und so weiter. Das heißt, das ganze System funktioniert ja nun mal mit Strom. So, und da kann man sich doch auch leicht vorstellen, dass der Körper wie eine Festplatte funktioniert am Computer. Der speichert eben alles. Mhm. Und dann kann man sich auch vorstellen, wenn wir jetzt Strom reinleiten können, um irgendwas zu bewirken, dass wir eben die Energie aus den negativen und schlimmen Erlebnissen einfach ableiten können. Aber spannend ist ja, also ich habe mich mit diesen Fragen ja auch schon ein bisschen länger beschäftigt, wie, wenn das alles zum Beispiel nur auf der körperlichen Ebene wir wissen, dass alle 7 Jahre der Körper sich komplett erneuert hat. Komplett, alle Zellen. Ja. Alle Zellen sind ausgetauscht. Auf der atomaren Ebene, glaube ich, noch wesentlich schneller. Okay. Und trotzdem hat der Körper das Gedächtnis. Ja. Ja, also in bestimmten Regionen diesen Schmerz oder so. Das heißt, das kann nicht an irgendwelche Moleküle gebunden sein, ja, wenn wir sagen, das ist im Körper gespeichert, sondern das kommt dann doch eher in Richtung Felder. Ja. Also ich kann jetzt zu dieser Geschichte gar nichts sagen, ja. Aber vielleicht so viel, dass ich aus meiner Erfahrung eben doch sehe, dass eben die Erlebnisse gespeichert sind und als Fötuserlebnisse, die sind alle vorhanden, Geburtserlebnisse immer vorhanden, das ist alles da. Also ich kann auf diese Frage keine Antwort geben, wie das funktioniert oder wie das funktionieren kann, weiß ich nicht. Also unter der Hypnose gehen die Leute auch in den Mutterleib zurück. Ja, ja. Ohne dass ihnen das vorher bewusst war, ne, das, was da geschehen ist, aber dass es offensichtlich einen Einfluss hat. Hast du eine Idee, wie man Menschen dazu sozusagen vorbereiten könnte, ähnlich wahrzunehmen wie du? Also was wären das Voraussetzungen? Das kann ich nicht sagen, was die Voraussetzungen sind. Ich meine, es steckt eine jahrelange Entwicklung dahinter. Ja. Und aber auch das Arbeiten mit Menschen immer. Und sagen wir jetzt, für den Menschen, für den ich arbeite, ist immer diese Arbeit nur eine Starthilfe. Das heißt, das ist eine Grundreinigung. Und da gibt es so einen Zustand, was ich manchmal sehe oder miterlebe, dass die Menschen ihren Körper gar nicht spüren. Die merken also nicht, dass sich irgendwo was löst oder sowas. Ich nenne den Zustand zu wie eine Handbremse, weil sie einfach von ihrer Lebenslast nicht ihren Körper spüren können. Wenn dann mal eine Grundreinigung gemacht ist und sie sind ein bisschen freier, dann kommen eben bei meinem Gegenüber eben auch Reaktionen raus, wie mal ein Seufzer, dass man merkt, oder das Seufzer heißt ja, jetzt ist das Erlebnis draußen, was ich gerade aufgelöst habe. Dann kommen auch die Leute zum Fühlen und merken dahinter. Und letztendlich, wenn man sagt, jetzt okay, das ist eine Grundreinigung und eine Starthilfe, was ich den Menschen gebe mit der Behandlung und sie dann schlau sind und sie lernen ja dann mit mir zu sagen, okay, ich habe jetzt den Auflösesatz, ich kann auch zusätzlich nochmal Traurigkeit auflösen. Wenn sie dann selbst an sich arbeiten und das eine oder andere, was eben noch hochkommt an Erlebnissen oder was neu passiert, wenn sie dann das auflösen und bearbeiten, dann kommen sie auch ganz gut in die Möglichkeit, eben mehr zu empfinden wie vorher und auch vielleicht noch mehr wie andere zu empfinden. Das ist also immer eine Entwicklung ja dahinter. So sehe ich das. Okay, also du gibst Starthilfe. Ich würde sagen, Starthilfe. Starthilfe, Loslassbegleiter oder Loslasser. Und auf deine ganz bestimmte eigene
Art, ja. Die du CES-Methode, ja. Erstmal Methode CES, das H mit 4 oder 6 Bs, okay. Davor. Klaus, ich danke dir für deine Offenheit und deine Bereitschaft, das mal vor der Kamera darzulegen. Ich sag mal, der Gipfel, ja. Der Freiheit oder so, hat viele Pfade. Mit Sicherheit, ja. Ja, also viele Pfade, die da hochgehen. Man kann sie nicht alle gleichzeitig, das geht nicht. Klar. Ja, aber jeder findet seinen Pfad und bekommt, denke ich, die Hilfe, die ihm in dem Moment hilfreich sein kann, ja. Wenn er bereit ist, sie anzunehmen. So sieht's aus, ja. Ich war bereit, ja, du hast das sie anzunehmen und bin sehr froh darüber und danke dir viel, vielmals, Klaus, und wünsche dir und deinen Klienten viel Erfolg bei dieser Starthilfe zum Loslassen von allem, was uns seit der Kindheit, seit dem Mutterleib klein gemacht hat, klein gemacht hat und runterzieht, aber ja, natürlich auch zu dazu gehörte, dass wir uns auf den Weg gemacht haben. Ja, genau. Auf den Weg zu einem weiteren Verständnis des Menschseins. Vielleicht hätten wir das, wenn alles so da an der Oberfläche gut gelaufen wäre und easy oder so, wären wir da gar nicht hingekommen. Bisher. Das muss nicht so bleiben. Okay. Klaus, vielen, vielen Dank. Bitte schön, gerne. Und wir bleiben in Kontakt. Okay. Liebe Zuschauer, ja, das ist vielleicht für manche von Ihnen eine Zumutung, dass da irgendwas mental über hunderte von Kilometern, ich lebe hier in Leipzig, der Klaus Essen steht in Hamburg, und dass da was gelöst werden kann, naja, das ist also bestimmt Einbildung. Wissen Sie was? Das ist schiedigroll, ob das Einbildung oder nicht Einbildung ist. Es geschieht was, und wenn es hilfreich ist, ja, und nicht eine, sag mal, Symptomverschiebung, wie das häufig gerade in der normalen Schulmedizin passiert, dann ist doch wunderbar, wenn Sie freier werden. In diesem Sinne freue ich mich, wenn Sie wieder dabei sind bei Neue Horizonte TV und sage Tschüss.